Hallo bei Buschkrafttraining Ostis. Heute mal wieder Übernachtung im Wald. Jetzt ist schon richtig dunkel und Nacht. Versuchen wir mal heute da unsere Tarps aufzubauen und Hängematte. Ja, nur zwei. Das wird auf jeden Fall ein neues Erlebnis. Mhm. Mal gucken, wie es wird. Legen wir los. Ja. Bis nachher. So, jetzt sehen wir den Basti von hinten. Bei Nacht. Hallo. Hallihallo. Laufen wir weiter. Gucken wir, wie lange wir brauchen, bis wir unser Ziel erreichen. Also ich würde irgendwie ein bisschen sagen, wir haben zu viel mitgenommen. Bisschen. So, guten Morgen. Ich bin schon eine Weile wach. Hab mir schon einen Kaffee gemacht. Aber neben mir, da schläft noch einer. Den können wir da angucken. Da schläft der kleine Mann. Schwerer. Gestern Abend habe ich extra noch meine Jacke geopfert für den Hund. Was macht der Hund? Schläft in der Kuhle. Weiß nicht, ob man es so gut sieht. Aber hier ist er heute Nacht drin gelegen. Außer er will so sehr vorbeikommen. Ich
Zeug ein bisschen dran. So, der Basti kocht jetzt. Beim Essen darf er uns wieder zugucken. So wie ihr seht, verwende mir immer so eine natürliche Schnur. Hat den Vorteil, selbst wenn man eine vergessen, kann die verrotten und es bleibt im Wald nichts zurück. So, also was ihr hier jetzt seht, wo unsere Hängematte hängt, das ist ein Schutthügel von einem Wohngebäude. Somit haben wir die richtige Wahl getroffen und haben genau da geschlafen, wo wir auch nachgehört haben, ins Wohngebäude. Wir bauen weiter ab, viel Spaß noch. Also, Hängematte haben wir jetzt abgebaut, Lager zusammengeräumt, Rucksack gepackt und jetzt kriegt ihr noch kurz eine kleine Führung durchs Gelände hier von der Burg Hohenlitzstein, wo man aber eigentlich nur noch im Gelände Spuren erkennen kann. Also es gibt keine Mauerreste mehr oder sowas. Aber die Lage lässt schon erkennen, was da früher mal gestanden ist. Fangen wir an. Wir würden euch jetzt gerne den Blick ins Tal zeigen, aber wie ihr selber seht, ist es so zugewachsen, so bewaldet, dass keine freie Sicht möglich ist. Hier von der Kernburg aus, wo auch genau die Grenze, hallo Basti, wo auch genau die Grenze zwischen Münzingen und Urach liegt. Hier ist der Grenzstein. Jetzt gehen wir weiter zum Wohnhaus, zum Schutthaufen vom Wohnhaus. So, also hier jetzt der Schutthaufen vom Wohnhaus, wo der Basti gerade entlang läuft. Das ist so ein bisschen ein 90 Grad Winkel. Mehr ist da davon nicht mehr erhalten. So, und Bastian seht ihr jetzt oben auf dem Schutthaufen von der Schutzmauer. Also die Geländebearbeitung ist schon noch deutlich zu erkennen. Und na, mal gucken, vielleicht macht das. Benni, geh mal runter. Lauf zurück. Der Benni läuft jetzt durch den Halsgraben. Schreisch ihm du mal. Mach da. Ja, also jetzt gehen wir auch runter in den Halsgraben rein. Hier sieht man das einmal. Ich hoffe, dass es einigermaßen. Und hier vorne ist dann der Auswurf, wo das Gelände dann auch steil abfällt. Hoppla! Also so geht es hier runter. Das ist der Felsen, auf dem wo die Kernburg draufsteht oder drauf gestanden ist. Und hier geht es weiter runter ins Mühltal, wo man unter vielleicht auch den Weg von der Dreifingerschlucht erkennen kann.
Also das Mühltal liegt auf 600 Meter und der Hohe Littstein, also wo die Burg früher gestanden ist, auf 760. So, jetzt laufen wir mal den Weg, wo ein Halsgraben unterführt und dann hoch zur Kernburg. Und dann gehen wir mal aufs Wohngebäude und dann können wir mal einen Gegenhang runter gucken. Also das ist, die Burg ist auf einer richtigen Spitze sitzt die. Und auch hier wieder das steil abfallende Gelände. So, und hier der Littstein von der nördlichen Seite ausgefilmt. Auch Kernburg hoch. Mit Bastian auf dem Grindstein. So, wir sind jetzt soweit fertig. Wir laufen jetzt noch einen schönen Trampelpfad heim. Euch viel Spaß dabei. Basti, stopp! So, bei mir blinkt jetzt schon der Akku. Das heißt, der wird demnächst Grätsche machen. Aber vielleicht schaffen wir es noch, den kleinen Abstieg mit rein zu bringen. Mal gucken, wie lange der Akku noch hebt. Zeige ich mal noch schön ein bisschen Aussicht. Ich hoffe, dass man es einigermaßen sieht.
Hier gehe jetzt so richtig schöne Serpentine als Trampelpfad runter. So rund 150 Höhenmeter sein, wenn man da kurz mal hat. Da ist auch Vorsicht geboten. Durch das trockene Laub ist das jetzt echt rutschig. Also gut, ich denke, ich kann Tschüss sagen. Bis zum nächsten Mal.